Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Es ist Donnerstag und es ist wieder Livestream-Zeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann der letzte war. Irgendwie war da so ein bisschen der Wurm drin. Aber heute bin ich hier und schön, dass ihr alle da seid. Hallo Sigrun, hallo Bianca, hallo Sari, hallo alle, hallo Steff. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, tatsächlich habe ich heute auch eine relativ gute Idee, was ich machen möchte. Denn ich wollte was relativ Simples machen und habe gedacht, es wird Zeit für Weihnachten. Und ich habe heute tatsächlich was bekommen und war ganz überrascht, weil ich selber nicht wusste, dass es kommt. Und zwar kam heute mein Onstage-Paket. Und ich weiß nicht, wer von euch es weiß, aber als Demonstratorin kann man sich ja immer zu der Veranstaltung anmelden. Die ist jetzt hier im November und ich habe mich angemeldet und ich habe mein Paket heute bekommen. Habe mich sehr darüber gefreut. Es sind ein paar sehr coole Sachen drin. Ich mag eigentlich immer, also es sind keine Bastelsachen drin, das muss man dazu sagen. Es ist also ein Paket mit so schönen Sachen. Aber ja, ich will gar nicht zu viel verraten, weil der eine oder andere hat es vielleicht noch nicht bekommen. Deswegen, wenn ich jetzt erzählen würde, was drin ist, ist es nicht so gut. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Und ich finde immer so schön, dass die Verpackungen immer so toll aussehen. Also die gefallen mir immer sehr. So, habe ich schon mal schlechte Ideen? Na, ich hoffe nicht, Sari. Aber heute habe ich tatsächlich schon einen relativ guten Plan. Und ich denke, es wird auch gar nicht lange dauern, weil ich schon ein bisschen was vorbereitet habe. Und zwar schalte ich direkt einfach mal um. Tada! Ich muss mal gucken, ob ich Licht brauche. Ich bin mir ein bisschen unsicher heute hier. Es ist so dunkel. Der Winter ist, glaube ich, da. Ich mache das mal so. Mal schauen, wie das gleich wirkt und wird. Und zwar habe ich einmal als Grundkarte ganz normal mein Grundweiß. Und habe schon als Hintergrund die Prägeform rund ums Fest genommen. Ich finde die ziemlich toll. Also ich mag eigentlich alle mit den Schriften. Es gibt ja auch die zum Geburtstag und das Danke und so. Und ich finde die total toll. Und ich finde, die machen immer so einen schönen Hintergrund. Und das soll jetzt quasi auch der Hintergrund der Karte sein. Und relativ simpel ist meine Idee, denn ich habe die Feiertagsklassiker mir rausgesucht. Und ich mag diese Stanzform so gerne. Und die habe ich also, die hier, die habe ich jetzt einmal ausgestanzt und zwar aus Seidenglanzpapier, sodass, da konnte man es sehen, sodass ich gedacht habe, ich würde die gerne einmal kolorieren. Weil, ihr wisst es ja, das Seidenglanz, das Aquarellpapier, hat eine etwas andere Farbe als das Grundweiß. Ich finde, hier sieht man es ganz gut. Das sieht einfach nicht so toll aus, weil die Farben nicht so ganz stimmig sind. Das eine ist halt ein sehr kaltes Weiß und das ist eher so ein, ich weiß gar nicht, warmes Weiß. Ich weiß nicht genau, wie man es nennen soll. Und deswegen war meine Idee, dass ich jetzt hier mit dem Wassertankpinsel spiele. Und ich habe mir zwei Farben rausgesucht. Ich habe mal wieder Lust auf Blau und dachte, ich probiere jetzt das Boho Blau mit dem Aquamarin. Und dachte, das wäre eine schöne Idee. Also wir basteln, wie gesagt, erstmal die Karte, ganz simpel, die Grundkarte mit dem Hintergrund. Dann machen wir hier das Aquarellpapier. Das kolorieren wir jetzt gleich hier schön im Rand. Dann habe ich auch. Gibt es für obendrauf, gibt es das Etikett. Und da müssen wir uns gleich noch einen Spruch überlegen und dann schauen wir mal, ob wir damit schon fertig sind oder ob wir noch mehr mit der Karte machen. Und erstmal finde ich immer ganz schön, wenn man zwei Farben hat, die so miteinander spielen. Und da habe ich gedacht, die beiden sollten eigentlich ganz gut zusammen aussehen. Das testen wir jetzt. Jetzt muss ich aber erstmal meinen Pinsel ordentlich nass machen. So, und dann lege ich einfach mal los. Und jetzt kann man tatsächlich auch in mehreren Lagen arbeiten. Also man muss nicht direkt in einem Rund die Farbe aufbringen. Das macht es nämlich noch ein bisschen interessanter. Und ruhig auch in verschiedenen Abstufungen.
Entschuldigung, leichte Schnupfnase. So, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, damit ihr das vielleicht noch etwas besser sehen könnt. Also es geht wirklich darum, diesen Wassertank-Aquarell-Effekt zu haben und den halt in beiden Farbgebungen. Also ich spiele damit, dass ich hier immer mal wieder die eine Farbe und die andere Farbe verwende. Und das macht es dann recht interessant, hoffe ich. So. Und dann lassen wir das gleich trocknen und dann können wir noch eine zweite Partie aufbringen, je nachdem, wenn wir sagen, das ist uns zu wenig, zu viel, wie auch immer. So, ich hole euch mal ein bisschen Sekunde, damit ihr das besser sehen könnt, wie das schon mal aussieht. Das macht einen echt tollen Effekt. Ich glaube nur, mein Pinsel ist ein bisschen, ich hätte mal einen anderen nehmen sollen. Kommt nicht ganz so viel Wasser raus, dadurch ist es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, ich tausche mal eben meinen Pinsel aus. Weil Wasser ist drin, aber der verliert nicht wirklich Wasser, obwohl ich die ganze Zeit drücke wie eine Irre. Ich tausche den mal eben aus. So, nehmen wir doch mal unseren richtigen. So. Da kommt auf jeden Fall Wasser raus, wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Ja, sehr gut. Dann ist das nämlich auch ein bisschen einfacher, weil das ist immer die Problematik. Man sollte natürlich bei Aquarell sollte natürlich möglichst auch viel mit Wasser gearbeitet werden. Und ich gehe jetzt ganz bewusst hier auch ein bisschen über den Rand hinaus, was einfach den Grund hat, ihr habt das vielleicht eben gesehen oder auch nicht, aber Etikett ist nicht ganz so groß wie hier der Hintergrund. Das heißt, mein Plan ist, hier auch an den Rändern genug Farbe zu haben, damit dieses Seidenglanz da nicht so hervorsticht. So. Ihr könnt es sehen, ich arbeite hier wirklich mal mit der einen, mal mit der anderen Farbe. Und dann drehe ich das. Genau, es wird aquatisch. Ich mag das ganz gerne und ich mache das ehrlich gesagt viel zu selten, weil ich finde, das ist halt immer ein bisschen mit Aufwand verbunden. Also man muss warten, bis es nachher getrocknet ist. Und Aquarell ist eigentlich immer schön, weil nie eine Karte wird wie die andere. Und trotzdem hat es halt den Nachteil, dass es einfach etwas länger dauert. Und das ist für mich immer insofern nicht ein echter Nachteil, aber halt ein Nachteil, als wenn man dann zum Beispiel Karten so im Akkord machen möchte oder so. So, und jetzt könnt ihr das hier auf jeden Fall, glaube ich, schon ganz gut sehen. Und das sieht schon ganz toll aus, vor allen Dingen, weil hier teilweise doch noch so ein paar helle Stellen sind. Und jetzt lassen wir das einen Moment trocknen, einen kleinen Moment. Ich schiebe euch nochmal ein bisschen raus und dann machen wir die nächste Lage, dass wir da einfach nochmal eine zweite Lage oben drauf machen. Aber damit ihr das schon mal sehen könnt, wie das jetzt aussieht, im Gegensatz zu vorher, dann seht ihr schon mal, ich nehme auch mal den hier oben drauf, wie anders der Effekt jetzt schon aussieht. So. Mir fällt gerade auf, ich könnte mal schauen. Sekunde. Ich habe hier ja noch die Basics mit Pep. Ich würde gerne mal gucken, ob eins der
Ich glaube, das passt ziemlich gut insgesamt. Es wäre nämlich jetzt noch eine Idee, tatsächlich eine Mattung darunter zu setzen und dann den da drauf. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Habe ja jetzt hier Boho Blau und Aquamarin. Entweder man könnte natürlich Boho Blau nehmen. Ich glaube, ich würde aber lieber was Dunkles nehmen, wie Marineblau oder Abendblau. Ja, das glitzert total toll. Also ich weiß gar nicht, die Karte spiegelt es gar nicht so richtig wider. Aber die Kamera spiegelt es gar nicht so richtig wider. Es sieht wirklich klasse aus, muss ich gestehen. So, und jetzt nehmen wir hier noch so ein bisschen. Ich nehme jetzt noch mal von dem Boho Blau an manchen Stellen einfach noch mal, aber auch ein bisschen mehr Farbe, so dass es wirklich dunkler wird. Also der Plan ist quasi nicht unbedingt so viel mehr Farbe aufzubringen, sondern einfach mehr Farbe im Sinne von dunkleren Ton. Weil die Karte ist ja mit dem Weiß im Hintergrund relativ farblos und dann poppt das aber noch mehr heraus. So. Zeige euch das nochmal. Könnt ihr sehen, dass es jetzt noch viel mehr Farbe hat, ne? Hallo Maren, ist doch nicht schlimm, dass du zu spät bist. So, ich mache das mal eben zur Seite. Ich probiere das jetzt mal eben aus. Ich mache mal ich stanze einmal ein Quadrat aus dem Marineblau und dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Entschuldigt das Gewackel. Ich habe die Stanz- und Prägemaschine hier auf dem Tisch und wenn ich dann präge, dann sieht das leider so aus. So, ich hole euch mal ein bisschen raus und mache mal die Lampe. Na, ich glaube, ich mache die beiden mal hier zu, damit sich das nicht so spiegelt. So. Ehrlich gesagt gefällt mir das nicht so richtig. Was meint ihr? Also dadurch, dass das Etikett also diese Wellenkante hat, bin ich mir nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Aber ich glaube, ich bin kein Freund davon. Also Wellenkante, Quatsch, diese Ecke hat. Außer man setzt es vielleicht so. Nein, auf keinen Fall. Sieht doof aus. Eine andere Option wäre, dass man einfach das Kleinere jetzt nochmal ausstanzt. Ja, bitte, Steff, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist so einfach und es macht wirklich viel her. Also die Karte kann das jetzt, die Kamera kann das wahrscheinlich gar nicht so richtig einfangen. Aber wenn ihr mal hier so ein bisschen schaut, das sieht unglaublich toll aus. Wirklich. Ich weiß nicht genau, was du mit hart meinst. Du meinst, weil es so dunkel ist, ne? Wir können gerne auch ein helleres probieren, aber der Gedanke war tatsächlich, ein dunkles zu nehmen. Ich nehme jetzt nochmal Aquamarin, aber erstmal geht es mir darum, dass ich das hier, glaube ich, nicht mag.
So, erstmal kann ich euch hier ein bisschen rausschieben, damit ihr auch mehr sehen könnt. Also, wir können stattdessen auch mal das Aquamarin nehmen. Also Aquamarin, glaube ich, geht auch. So. Wir haben ja hier noch so Sachen dabei, also die hier zum Beispiel. Stanz da auch mal einen von aus. Ganz toll, weil die innen so Lücken haben. Und wenn man die jetzt zum Beispiel noch, das ist glaube ich zu dunkel. Du hast da glaube ich schon recht. Könnte noch mal probieren, ob Abendblau weniger dunkel ist. So, schieb hier die ganze Zeit meine Kamera hin und her. Also ich würde hier auf jeden Fall gerne in einfarbig lassen, weil ich glaube, einfarbig ist schon gut, wenn der Rest nämlich schön diesen Aquarell-Look hat. Sonst kommen die gar nicht rüber, wenn die auch den Aquarell-Look haben. Ich könnte aber noch mal Abendblau probieren. So, probieren wir die nochmal, weil vom Farbton her könnte das tatsächlich den Unterschied machen. Also ich glaube, dass das schon besser passt. Ist immer noch dunkel, aber eben nicht so dunkel wie Marineblau. Im direkten Vergleich könnt ihr das so sehen. Na, da fällt es, glaube ich, in der Kamera fällt das gar nicht so wirklich auf. Hier könnt ihr es, glaube ich, ganz gut erkennen. Also man muss auch jetzt sagen, es sieht nicht schlecht aus. Es liegt jetzt auch ein bisschen an, dass es dunkel ist und ich hier mit dem Kameralicht hantiere. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, das Abendblau passt sehr viel besser. Es ist schon wieder stockdunkel draußen. Also der Winter kam jetzt irgendwie doch schneller als erwartet. Ja, auf jeden Fall, Steff. Das würde ich auch machen. Das war auch meine Idee. Ich würde die jetzt mit dem Wink of Stella noch einschmieren bzw. einglitzern.
So. Da hole ich euch einmal wieder näher dran, damit ihr das gut sehen könnt. Sekunde, ich reiße hier gerade alles auseinander. Also der Wink auf Stella, ne? Den kennt ihr ja. Und immer ein bisschen drücken, dass ein bisschen Farbe rauskommt. Also Glitzer mit Flüssigkeit. Und dann kann man den gut einfärben. Nicht wundern, dass es jetzt immer ein bisschen dunkler wird. Das liegt einfach daran, weil die Flüssigkeit jetzt quasi noch trocknen muss, der Alkohol. Aber das glitzert nachher nur noch, also der Alkohol trocknet und dann sind die wieder schön hell, wie sie vorher waren. So. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich versuche das mal so ein bisschen hier. Ich glaube, man erkennt es ganz gut. So. Ja, Sigrun, mich kraut's auch vor der Zeitumstellung. Allerdings ist es wahrscheinlich besser. Dann ist es wieder ein bisschen heller als jetzt gerade. Also hier ist es wirklich dunkel. Also ich verstehe das gerade gar nicht. 19 Uhr und es ist dunkel. Das hatten wir jetzt schon wieder eine Weile nicht. So, also ich schiebe euch mal wieder ein bisschen raus. Den Untergrund brauchen wir nicht. So. Dann haben wir hier unsere Karte, unser Design. Ich überlege gerade so ein bisschen. Ob ich irgendwie hier einen Mittelweg kriege, dass man noch etwas von dem Rand sieht. Weil das ist, leider ist das Quadrat genauso groß wie der Rand. Und dadurch geht das so ein bisschen verloren. Ich überlege. Haben wir noch woanders bestickte Quadrate? Dass ich nochmal gucken könnte, ob ich irgendwie so eine Mischgröße habe, die etwas kleiner ist, aber eben nicht genauso groß. Ich habe ja noch die alten, diese Stanzform-Stickmuster. Gibt es ja zum Beispiel das hier. Ich glaube, das könnte gut werden. Probier das mal aus. Es ist nämlich, glaube ich, ideal. Sorry, hier wackelt der ganze Tisch. Weil könnt ihr sehen, das ist minimal kleiner. Und das ist, glaube ich, genau das, was ich haben will. Weil ich finde gerade hier dieser Übergang, das ist so traurig, wenn er verschwinden würde. Ja, das sieht gut aus. Schaut mal. Oh ja. Holt euch mal näher ran. Könnt ihr ein bisschen den Unterschied erkennen zu vorher? Also jetzt sieht man hier noch schön diesen Aquarellrahmen. Und weil das ja auch Seidenglanzpapier ist, glitzert das ja auch noch so toll. So, mega. Gefällt mir sehr.
Hallo Yvette, schön, dass du da bist. Um was ist, wenn du 1-2 mm Abendblau unter einem Weißen nimmst, dass sich die Farbe widerspiegelt? Abendblau, wir haben ja jetzt die anderen beiden hier noch. Die kommen ja jetzt noch hier drunter. Also einmal hier und einmal hier unten. Und ich würde jetzt tatsächlich in Abendblau stempeln. Das wäre jetzt die andere Sache. Ich würde gerne in Abendblau stempeln. Und zwar muss ich jetzt allerdings schauen, welcher Spruch passt, weil ich ja das Rechteck, ach, Quadrat kleiner genommen habe. Fröhliche Weihnacht überall passt zum Beispiel nicht mehr. Friede auf Erden passt. Zum Fest Liebe Wünsche. Knapp. Mal gucken. Ja, passt aber auch. Dann würde ich zum Fest Liebe Wünsche mal nehmen. Kein Problem, Maike. Der Hund hat Vorrang. Aber da seht ihr jetzt, was der Unterschied ist, dass man jetzt noch so ein bisschen den Rahmen erkennen kann. Wir stempeln jetzt in Abendblau. Dann nehmen wir jetzt schon mal Dimensionals über Dimensionals. So. Jetzt machen wir was Besonderes. So besonders ist es auch nicht. Wir nehmen jetzt zwei Glue-Dots und anstatt, dass wir die jetzt auf der Rückseite anbringen, bringen wir die auf der Vorderseite an, der beiden. So. Denn wir machen es jetzt so, dass wir die hier dran anbringen. Moment, mein Finger klebt. Hilfe, Finger klebt. So, neuer Versuch. Ohne Finger kleben. Jetzt machen wir den. Den können wir noch so ein bisschen drehen. Dann nehmen wir den dahin. So. Jetzt nehmen wir wieder Dimensionals. Weil jetzt lebt alles so ein bisschen davon, dass es jetzt in der Luft schwebt. Und zwar könnt ihr das jetzt gar nicht so gut, ups, so gut sehen, aber es ist ein echt schöner Effekt, weil die jetzt so mehrlagig ist. Und jetzt machen wir das zum Schluss auch noch mit der untersten Seite, damit auch das quasi von dem Hintergrund abhebt. Dadurch wird die Karte jetzt tatsächlich recht dick.
Muss ich einfach dazu sagen, ihr müsst überlegen, wir haben jetzt dreimal untereinander Dimensionals, also die ist nicht mehr sehr dünn, aber es sieht mega toll aus. Aber ich mache die erstmal jetzt fest, damit das direkt auf der Karte ist. Weil die Matte muss jetzt nicht auch noch abstehen. Kaputt gerissen. So. Ich finde den Spruch auch wunderschön. Ja, das stimmt, Sigrun. So. So, Mädels, ich hoffe, ihr seht mich und hört mich. Hier war Totalausfall. Mein Mann kam auch direkt rein, der spielt gerade und sagte, nein, Internet ist weg. Ich hoffe, ihr seid wieder da. Das ist manchmal tatsächlich ganz komisch. Ich habe das Gefühl, das liegt daran, weil wir hier, ich wohne in der Nähe vom Düsseldorfer Flughafen. Ich bin mir nicht sicher, ob das was damit zu tun hat. Aber manchmal ist es so, wenn die mit dem Radar hier drüber fliegen oder so, dann kriegen wir hier Ausfälle. Aber ja, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau. Ich habe aufgehört, als es mir aufgefallen ist. Ich hatte das festgeklebt und habe gesagt, dass das jetzt sehr dick ist, dadurch, dass es jetzt drei Ebenen sind. Und dann habe ich auch wirklich direkt hingelegt und nicht weitergemacht. Ich klebe es jetzt auf, beziehungsweise nein. Meine Idee, ich wollte es aufkleben und dann ist mir nämlich noch was eingefallen, was ich machen wollte. So, dieser Ausfall hat mich direkt mal irre gemacht. Und zwar habe ich gedacht, ich nehme jetzt noch ein paar Spritzer im Hintergrund von dem Abendblau, damit wir nämlich noch ein bisschen was im Hintergrund haben. Ihr kennt ja, glaube ich, vielleicht den Trick, ne? Entweder hier über die Spitze oder wer diesen Airbrush-Pinsel hat, den habe ich. Aber ich nehme jetzt einfach den Deckel. Und so kann man ganz leicht ein paar Spritzer anbringen. Dass das in der Mitte ein paar mehr ist, ist gar nicht schlimm, weil in der Mitte ja gleich was drüber ist. Und dann schaue ich, dass da gleich genug Spritzer vorhanden sind, die da durchscheinen. Das heißt, es muss auch weit genug nach oben sein, weil das Stück ja recht groß ist. Und ansonsten geht auch immer der Trick. Oder natürlich das auch mit dem Aquarellpinsel. So. Also nochmal, dass das jetzt innen ein bisschen viel ist, ist völlig egal, weil das innen gleich keiner sieht. So. Also das in der Mitte, das stört jetzt gar nicht, weil es scheint wirklich jetzt nur ein bisschen am Rand. Ich gucke noch mal, hier geht noch was. Und hier auch. So. Ah, das war ein bisschen zu viel. Jetzt habe ich hier auf den Rand der Karte, aber das ist nicht schlimm. So. Bin wieder weg, Maren. Eigentlich bin ich da. Ich hoffe, ich bin da. So, also jetzt könnt ihr sehen, hier sind so ein paar kleine Spritzer. Habe euch extra nah dran geholt, damit ihr das sehen könnt. Dann nur so an der Seite rauslucken. So, also bei mir geht's auch. Macht mir keine Angst.
Hab schon Panik. Ja, manchmal ist es wirklich, also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es daran liegt, dass wir so nah am Flughafen sind oder ob es, weil eigentlich haben wir eine sehr gute Internetverbindung. Also ihr wisst ja, mein Mann arbeitet ja auch im Homeoffice, ich auch so ein bis zweimal die Woche und das funktioniert immer einwandfrei. Aber meistens ist es wirklich in den Abendstunden, wenn wir mal einen Ausfall haben. Aber der ist auch eigentlich nie lange. Ich bin mir nicht sicher, ob das was mit dem Flughafen zu tun hat oder nicht. So sieht die Karte jetzt aus. Und ich würde gerne jetzt noch mal gucken, was ich noch so an Strasssteinen habe. Denn ich glaube, da kann die Karte noch was gebrauchen. Und am liebsten wäre mir was in einem Blauton. Ob jetzt, ob aktuell oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich hätte hier die Pailletten, aber die passen farblich nicht so wirklich. Ich glaube, die würden passen. Die passen farblich, glaube ich, auch nicht so ganz. Obwohl doch die unteren passen gut. Und dann habe ich noch so schöne dunkle. Aber vom Farbton her leider gar nicht passend. So, also ich glaube, ich würde im ersten, also entweder mit denen hier gehen, perfekt passen. Und die hier sind mir, glaube ich, zu glänzen, weil die so richtig glitzern. Farblich gehen die auch, aber die sind mir ein bisschen unscheinbarer. Was meint ihr? Du hast recht, Maren. Es sind nur englische Wörter, aber ich finde ihn auch wunderschön, den Prägefolder. Die hier, ne? Ich bin auch der Meinung. Wir bringen auch gar nicht so viele unter. Gebt an meinem Finger, aber nicht auf dem Papier. Auch nicht schlecht. So. Einmal klein und groß nebeneinander. Denkt dran, immer ungerade Anzahl. So. Glaube, das reicht mir schon. Ich hoffe, wir meinten jetzt dieselben. Die passen super, ne? Also farblich, schaut mal hier, finde ich, sieht man es toll. Es ist 1A, also es ist wirklich dieselbe Farbe. Es passt so richtig schön. Also die sollen, glaube ich, auch Aquamarin sein, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es sieht ideal aus mit halt vor allen Dingen dem Aquarellierten. Weil nur weil es dieselbe Farbe ist, heißt es noch lange nicht, dass das dann auch immer mit dem übereinstimmt, weil das ja auch so Aquarellfarben ist. Es hätte ja jetzt auch mehr mit dem Papier übereinstimmen können, was ja dunkler ist. So, also
So sieht die Karte aus. Ich finde sie wirklich hübsch. Es ist gut gelungen, muss ich sagen. Ihr kennt das. Ich schiebe euch einmal nur Gesicht. So. Ich mache mir jetzt die Lampe in die andere Richtung, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Dann glitzert es zwar nicht so, aber naja, wenn ich so mache, dann kompliziert hier. Also die Lichtverhältnisse heute sind eine Katastrophe, weil es wirklich stockdunkel draußen ist. Und ich will ja, dass ihr aber auch was von der Karte sehen könnt. So, also nochmal, neuer Versuch. So sieht das gute Stück aus und so könnt ihr sehen die verschiedenen Ebenen. Und die glänzt richtig, richtig toll. Also das werdet ihr auf den Fotos sehen. Und ihr habt es ja eben schon gesehen. Also das Seidenglanzpapier ist wirklich mein liebstes Papier. Sieht total toll aus. Und auch die Koloration ist richtig schön geworden. Das sieht man jetzt wirklich nicht so sehr auf der Kamera. Aber ist mega, mega hübsch. So. Freut mich, Yvette, dass dir die Karte gefällt. Schön, Steff. Danke, danke, danke euch, danke euch. Ja, genau. Ich finde auch, dass das so richtig schön winterlich ist. Ich mag diese Blautöne zusammen. Und dann immer mit einem Aquamarin, also mit so ein bisschen Grünstichen. Ich liebe das total. Das ist total meine Farbkombination. Ich mag auch gerne Rosa und so zum Verbasteln, aber ich finde, das hier ist für mich so richtig winterweihnachtlich, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Hast du eine Idee, wo man Ersatz für Seidenglanz bekommt? Oh, Saria, das ist eine gute Frage. Also ich habe hier noch 3 Pakete Seidenglanz und ich bin jedes Mal traurig, wenn ich ein bisschen davon benutze. Es gibt natürlich schönes Aquarellpapier, auf jeden Fall. Ich hatte, welches habe ich denn immer benutzt? Ich habe eins benutzt, was ich bei Bösner gekauft habe. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es hieß. Das Problem am Seidenglanz ist ja, dass das sehr, sehr fein ist. Und Aquarellpapier ist ja oft sehr, also fein im Sinne von nicht so strukturiert. Und Aquarellpapier hat ja oft sehr viel Struktur. Und das mag ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Man ist halt von dem Seidenglanzpapier so verschnippt, dass das so eine ganz weiche Oberfläche hat. Und das finde ich total toll. Und beim Aquarellpapier ist es ja immer etwas anders. Ich werde nochmal schauen, was ich für Papier hatte. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Würde euch das aber noch sagen. Ja, auf jeden Fall, Bösner ist ein böser Laden für den Geldbeutel. Das stimmt, Sigrun. Absolut. Wie gesagt, ich habe hier noch 3 Pakete Seidenglanzpapier, aber die werden auch irgendwann zur Neige gehen. Ich müsste aber selber nochmal bei Bösner schauen. Ich weiß es ehrlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe irgendwie das im Kopf, habe ich, dass ich eins von. Nein, ich weiß es nicht. Heißen die Kensen oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich werde noch mal in mich gehen, ob ich es herausfinde. Und ansonsten finde ich sowieso, ist beim Aquarellpapier wie bei jedem Papier gilt, probieren über studieren. Und was ich ganz gut finde, gerade auch beim Bösner, dass die oft die Papiere da haben, dass man die testen kann, also so die Oberflächen testen kann. Weil das finde ich ganz wichtig. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, dass es so heiß sei. Ich habe irgendwie was im Kopf, dass es so hellblau, lila, bla, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine Marke, die sehr bekannt ist bei Bösner, aber mir fällt es jetzt nicht ein. Ich war auch schon ewig nicht mehr da, muss ich gestehen. Ich weiß nicht mal mehr, ob meine Karte noch gilt. Aber ich glaube, jetzt darf man auch als Privatperson da rein. Ja, also Sari, ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch überall so ist, aber zumindest war das bei meinem Bösner, war das so, dass man halt wirklich dann so kleine Stücke, also lagen oben drüber und dann konnte man das immer so ein bisschen angucken, fühlen und dann hat man auch ein Stück bekommen, um das zu testen. Ja. Aber wie gesagt, ich war schon sehr lange nicht mehr da. Das war früher so. Ich gehe mal davon aus, dass das aber immer so ist. Ich meine, die sind ein Künstlerbedarf. Also denen ist ja wichtig, dass du wiederkommst und zufrieden bist. Von daher auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Bösner gibt es auch online, aber ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich einen Online-Shop haben. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß halt, dass früher war es so, dass du ohne Karte nicht reingekommen bist. Da haben die das nur für Gewerbetreibende gemacht irgendwie. Mittlerweile ist das aber, glaube ich, anders, dass du jederzeit reinkommst. Und ja, aber ich war schon bestimmt 6 Jahre oder so nicht mehr beim Bösner. Und bei mir hier gibt es einen in Düsseldorf. Also gar nicht so weit weg. Okay, Mädels, meine Karte ist fertig. Ich wünsche euch einen wundervollen Donnerstag und ein schönes Wochenende. Der eine oder andere von euch weiß es, ich habe am Samstag Geburtstag. Das heißt, ich werde ein schönes Wochenende haben. Ich werde mir jetzt noch einen gemütlichen Abend machen. Ich habe nämlich Urlaub, weil ich mir immer die Woche von meinem Geburtstag Urlaub nehme. Und ich glaube, ich werde mein Chaos hier aufräumen, denn der Tisch sieht mal wieder Katastrophe aus. Wir haben eine Karte gebastelt. Aber ja, ihr kennt es ja. Ich sage ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich freue mich. Und ja, wir sehen uns nächste Woche hoffentlich. Bis bald. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.